Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Hallo ihr Lieben, guten Tag zusammen. Wir sind's wieder, Sabrina und Verena mit dem Mama Talk Podcast und natürlich einem neuen Thema in dieser Woche im Gepäck, das da heißt, dient das Kinderkriegen nur noch der Selbstverwirklichung? Fragezeichen. Und jetzt mag ich mal kurz erklären, wie wir beide uns eigentlich vorbereiten, wenn wir so einen Podcast machen. Wir setzen uns also hier nicht nur hin und sagen, ach, wir quatschen mal, sondern wir schicken uns vorher mehrere WhatsApp über die Wochen. Guck mal, ich habe da ein Thema gefunden oder was hältst du denn davon? Oder das fände ich mal interessant, wollen wir darüber mal schnacken? Und so beginnt es meistens. Es gibt also eine Überschrift für ein Thema und jede von uns setzt sich dann unabhängig hin und schreibt so ihre Gedanken und Ideen dazu auf, recherchiert ein bisschen Fakten aus dem Internet und so weiter, damit man eben auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen hat. Und dann kommt der spannende Moment, wo wir zu diesem Podcast zusammenkommen. Mhm. Der ist genau jetzt. Und dann ist die Frage, in welche Richtung geht es eigentlich bei dir? Weil dieses Thema Selbstverwirklichung in Zusammenhang mit Kinderkriegen ist ja ein extrem weites Feld. Das kann ja jetzt sonst wohin strahlen. Und Fakt ganz ehrlich, ist, niemand möchte doch über sich selbst sagen, ach so, Kinder habe ich nur gekriegt, weil ich mich gern selbst verwirklichen wollte. Früher hat man ja gesagt, um Gottes Willen, wenn du dich selber verwirklichen willst, darfst du auf gar keinen Fall Kinder kriegen. Richtig. Ja? Ich habe da gerade von einer Frau gelesen, kennst du die aus New York, so eine Designerin? Die hat immer so eine Stubenfliegebrille auf. Ja. So mit grauen Haaren, sieht ein bisschen aus wie früher von den Golden Girls. Ja. Die hat jetzt ihren ersten Modelvertrag bekommen mit 97 Jahren. Das ist geil. Und ich habe ein Interview mit ihr gelesen, hat sie geschrieben, ja, ihr Mann ist 2010 gestorben mit 100 Jahren. Die waren seit 1948 verheiratet. Was haben die für gute Gene? Sie haben als Designer gelebt. Sie haben das Weiße Haus mehrfach ausgestattet unter verschiedenen Präsidenten. Und sie haben sich bewusst gegen Kinder entschieden. Oder sie sagt, Kinder fanden in unserem Leben keinen Platz, weil wir uns selbst verwirklicht haben. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ohne zu wissen, ob das eine bewusste Entscheidung war oder sich so ergeben hat, fand ich spannend, dass mir eine 97-jährige Frau sagt, die wirklich hochzufrieden mit ihrem Leben ist, wir haben keine Kinder bekommen, weil wir uns selbst verwirklichen wollten. Und das passt ja zu dem, wie ich denke, dass es früher war, dass man das so gesehen hat, bis einer daherkam und sagt, nö, Kinder sind meine Selbstverwirklichung. Oh, ich kann mir vorstellen, dass der Aufschrei war groß, Das ist ja purer Egoismus, nur Kinder in die Welt zu setzen, um sich selber zu verwirklichen. Ja, jetzt mal einen Punkt dahinter gemacht und einmal mal kurz nachgedacht. Wir hatten ja vorher kurz schon mal drüber geschnackt, denn gerade wir beide haben absolute Wunschkinder bekommen. Also das unterstellen wir eigentlich fast jedem. Ja. Aber wir wissen es voneinander. Lange bewusste Entscheidung und mit allem Wünschen und Gebeten. Ja, und wir wären auch sonst nicht glücklich geworden. Ich behaupte das einfach mal. Das glaube ich leider auch. Und wir sagen, natürlich ist das ein Stück unserer eigenen Selbstverwirklichung. Ja. In meinem Lebenskonzept gab es genau zwei Ankerpunkte. Eine abgeschlossene Berufsausbildung, egal in welchem Bereich. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein Kind. Von Mann, Ehe, alt werden, Geld verdienen und so, mir doch egal. Eine abgeschlossene Berufsausbildung und ein Kind. Ja. Du warst eigentlich schon Mama, bevor du Mama warst, nur ohne Kind. Das ich stimmt wusste schon immer, dass zu meinem Leben Kinder gehören. Und da gebe ich dir recht, wenn man es so betrachtet, dann sind meine Kinder, dienen auch zur Selbstverwirklichung, um mein Leben zu also komplett zu machen, gefühlt. Deswegen ist diese ganze Diskussion auf jeden Fall jetzt ein Ritt auf der Klinge oder eine Gratwanderung, denn die Frage ist ja, ist das denn so schlimm, dass es so ist, dass Kinder unserer Selbstverwirklichung dienen? Denn, wenn wir mal einfach einen Fakt hier zu Rate ziehen, Umfrage hat ergeben, und zwar die Umfrage nach dem größten Glück in unserem Leben hat ergeben, an erster Stelle steht Selbstverwirklichung. Kein Witz. Ach. Ja, fand ich auch heftig. Das war eigentlich toll. Also, dass man sein Glück ja nicht in andere legt. Ja. Das war ja früher ganz oft so. Wenn ich den richtigen Mann heirate, werde ich glücklich. Wenn ich den richtigen Beruf habe, werde ich glücklich. Wenn ich 5 Kilo weniger wiege, werde ich glücklich. Wenn mir mal jemand meine Nase richten würde, ach, wäre ich glücklich. Ist ja alles Quatsch. Glück kannst du ja nur aus dir selbst heraus erarbeiten. Also, ich habe schon immer gesagt, man kann sich nur selbst aus der Scheiße ziehen. Ja. Es ist einfach so. Ja, nur dann hat es einen Wert, ne? Aber fühlt sich auch so an. Ich glaube, dass ja zur Selbstverwirklichung viel mehr gehört, als ein paar Kinder in die Welt zu setzen. Es ist so ein bisschen dieses, das zu zelebrieren, glaube ich. Ich glaube, das hängt dahinter. Dass du irgendwie vielleicht das ein bisschen, wie soll ich das sagen, auch zu einem Kult erhebst. Ja, du kriegst da dieses Kind. Ah, und vorher werden schon irgendwie diese Untersuchungshefthüllen gekauft mit dem Namen drauf und alles schick und alles schön. Sowas früher irgendwie gar nicht gab oder dass es schöne Wickeltaschen gab.
Zum Beispiel, Wickeltaschen sehen heute mitunter aus wie Designer-Handtaschen und sind auch genauso teuer. Da fällt mir ein, meine liegt noch bei Kati. Aber gut, die hat ja noch ein zweites Kind bekommen. Also es wird schon viel mehr Geschiss und natürlich, ja, eben so erinnere dich, Kult um alles gemacht. Ne? Wir haben zweimal eine Babyparty für mich gefeiert. Ja. Weil beide Kinder kurz nach meinem Geburtstag geboren wurden, habe ich immer gesagt, ach nö, eine Geburtstagsparty möchte ich gar nicht. Lass uns eine Babyparty feiern. Ja, das war aber auch bei dir alles noch im normalen Rahmen. Ich kenne diese Babyshowers, wie sie ja auch genannt werden, mit einer Gender-Reveal-Party gemischt. Ach, wo man diesen Kuchen anschneidet, ob der rosa oder blau ist und sowas. Och, das schwappt immer mehr rüber nach Deutschland. Es gibt mittlerweile Bäckereien, denen du sagen kannst, passt auf, ich habe hier den Umschlag vor meiner Gynäkologin. Ich weiß nicht, was drin steht. Da steht das Geschlecht des Babys drin. Du veräppelst mich. Das wird ja in Amerika seit Jahren so zelebriert. Oh, krass. Dann bestellst du quasi einen Gender Reveal, also ne, welches Geschlecht wird das Baby, Kuchen. Ja. So, und auf deiner Babyparty wird dieser Kuchen dann feierlich angeschnitten und je nachdem, ob hellblaue oder rosafarbene Smarties rauspurzeln, oh, Mädchen oder Junge. Oh Gott. Wenn ich gewusst hätte, wie es geht, hätte ich es auch so gemacht. Oh Gott, ich erkenne mich gerade so wieder. Ich hätte vorher klar behauptet, nein, meine Kinder sind nicht, um mich selbst zu verwirklichen. Aber genau jetzt finde ich mich wieder. Auch ich habe so eine Babyparty geschmissen und habe irgendwie, ich weiß noch, damals habe ich so eine Form gehabt von einer Nuckelflasche. Und da habe ich so flüssige Farbe reingefüllt. Da konntest du solche kleinen Plättchen konntest du schmelzen. Ja. Hab ich da reingeführt, hat jeder von euch so einen Lolli bekommen. Genau. Mit einer blauen Nuckelflasche. Aber das war, bei dir war alles süß und alles toll. Ja, das sagst du, weil du meine Freundin bist. Das war nicht so drüber, das war nicht so... Nein, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, wir haben auch in einem anderen Podcast mal drüber gesprochen, dass ich das schon mal erzählt habe. Wir haben wahnsinnig lange warten müssen. Es war nie klar, ob wir ein Kind bekommen. Also wirklich mit Untersuchungen und allem drum und dran. Und insgesamt hat es irgendwie 3 Jahre gedauert, bis ich schwanger war. Ja, da gebe ich zu, da war die Vorfreude so extrem. Wie wir ausgeflippt sind, weißt du noch? Ja, und ich gebe auch zu, dass wirklich alle meine Freundinnen, da war nicht eine dabei, die mir irgendwie das Gefühl gegeben hat, Mäuschen, jetzt übertreibt man nicht. Ganz im Gegenteil, also ihr wart alle so wunderbar und ihr habt euch alle so wahnsinnig für mich mitgefreut. Und da sind so viele Tränen geflossen und deswegen haben wir das auch so zelebriert. Mhm. Aber ja, es ist schon ein Stück auch, also, wenn weil man es selber geil findet. Ja, genau. Weil Fakt ist, nie war Eltern werden und sein so luxuriös wie heute. Ja, weil du auch diese bewusste Entscheidung triffst. Du musst nicht mehr schwanger werden. Ne? Weil, also solange du nicht in ein Königshaus heiratest, musst du wirklich nicht schwanger werden und kannst wirklich selber entscheiden, was mit deinem Bauch passiert, ja, und deinem Leben. Aber es war nie so luxuriös wie heute, ne? Also wir haben hier Eltern-Kind-Cafés und das sogar schon auf dem Dorf, ne? Also das gab es früher alles nicht. Spielgruppen. Heute geht man joggen oder skaten mit dem Kinderwagen. Das hast du früher alles nicht gemacht. Also wenn du da gesagt hast, Omi, ist es wichtig, nach der Geburt wieder Funde zu verlieren? Ja, ging halt nicht, wenn du keinen Babysitter hattest oder keine Zeit hattest. Das ist alles selbstverständlicher, dass du heute in Mutter-Kind-Turngruppen gehst, ne, wo du dich wieder in Form bringst. Ja. Aber auch andererseits, ganz kurz, ist es auch immer mehr zur Arbeit geworden. Also früher hast du irgendwie 4, 5 Kinder bekommen und die mussten ein Stück weit sich auch um sich selbst kümmern. Mhm. Also ne, Kind 1 hatte schon die Aufgabe, sich auch um Kind 2 und 3 mitzukümmern, weil du gar nicht die Zeit hattest, die Kapazitäten. So, und heutzutage ist es so, du bekommst bewusst ein Kind und dann dreht sich halt auch alles um dieses Kind. Ja. Es fängt mit der Krabbelgruppe an, mit dem Babyschwimmen, dann gibt es den Musikkindergarten, dann gibt es die nächste Krabbelgruppe, dann wird sich in Elterncafés getroffen, regelmäßig einmal im Monat, und dann werden Familienurlaube gebucht über irgendwelche schweineteuren Portale, weil das Babybett da schon mit auf dem Zimmer drauf ist und so weiter. Also man macht ja auch ein Gewese drum. Ja, ein Gewese machen wir alle, habe ich auch gemacht, gebe ich auch zu. Ich auch. Ich habe ja auch nur eins, ja. Ich habe 2 und habe 2 mal Gewese gemacht. Und trotzdem glaube ich, dass es mehr Selbstverwirklichung per se da schon intus mit drin ist. Denn wie oft haben wir diesen Spruch schon gehört, einem Kind, einem Baby geht's ja sowieso nur gut, wenn es der Mutter auch gut geht. Was ja im Prinzip direkt die Verargumentation ist für die nächste Wellness-Auszeit. Mhm. Mit Baby. Oder eben ohne. Ne? Aber du verstehst, was ich meine. Ja. Da hat schon was stattgefunden. Ist es aber auch so, dass gerade in diesen Bereichen, Stichwort Selbstverwirklichung, das ist jetzt wieder so mein Blick da drauf. Wie gesagt, wir haben uns das Thema ja erstmal nur hingehängt und dann selber überlegt, wie wir es sehen. Selbstverwirklichung, und zwar übertriebene, besteht für mich auch darin, dass die Kinder permanent als Babys irgendwie in die heißeste Wear gepackt werden. Also irgendwie, es ist der Steifpullover, es ist die G-Star-Hose, es sind die Nike-Schuhe, dann wird noch alles selber genäht, die Schultüte wird selber genäht, das Kostüm für den Fasching wird selber gemacht. Mhm. Und da wird so ein Hype drum gemacht, damit am Ende einer kommt und sagt, wow, dein Kind sieht immer so toll aus. Wo ich so denke, ja, das ist für mich aber auch ein Stück weit so
unnatürliche Selbstverwirklichung. Ganz genau, aber das machst du nicht fürs Kind. Genau, ja. Wenn ich ein Kompliment dafür kriege, bam, ich bin einfach die tollste Mutter. Ich habe einen Kinderarzt im Netz gesehen, der was ganz Krasses gesagt hat. Er sagt, ich zitiere ihn, was mich erschüttert, Eltern denken heutzutage, das Kind sei für sie da und nicht umgekehrt. Autsch. Nicht alle, aber mitunter. Das ist dann die krasse Version des Themas, wenn du wirklich sagst, du spielst halt alles über das Kind. Ja. Und diese Mütter kenne ich auch. Und da geht es auch viel um Projektion. Da geht es ja ganz viel darum, nicht zwingend dieses, mein Kind soll es mal besser haben als wir früher, weil wir haben schon festgestellt, uns ging es ja auch nicht schlecht, ja. Aber es ging vielfach darüber, oh, ich wollte eigentlich immer Klavier spielen und Tennis. Die berühmten Eiskunstlauf-Muttis, so. Ne? Ja. Und das wird immer schlimmer. Das wird wirklich immer schlimmer. Es fängt damit an, dass du den Kindern die Frisur machst, die du selber gerne tragen würdest, aber mit 45 sieht es halt irgendwie nicht mehr so niedlich aus, wenn man zwei Zöpfchen trägt und geht eben über den Klamottenstil weiter. Ich kenne 5-Jährige, ich meine, es ist vielleicht auch nicht so schwer, aber ich kenne 5-Jährige, die sind weitaus stylischer gekleidet als ich. Ja, hallo, bei mir sowieso. Haben aber auch doppelt so viel Geld dafür hingelegt, deren Mütter, wo ich dann so denke, wo fängt denn das an und wo hört denn das auf? Also es kann doch nicht sein, dass ich permanent irgendwie mein Kind ausstaffiere, damit ich darüber die Komplimente und die Wertschätzung bekomme, die ich vielleicht selber nicht kriege. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz schwierig. Mhm. Also ich habe noch einen klugen Satz gelesen, der mir auch zu denken gegeben hat. Kinder müssen ihren eigenen Weg gehen dürfen, ohne dem verlängerten Ego der Eltern schmeicheln zu müssen. Ja, aber das war schon immer so. Also wenn jemand eine Mutter hat, die irgendwie toll Klavier spielt, dann wird es wohl auch Klavier spielen lernen. Und weil Mama das Angst ja so haben, wollte. Dass es das nicht so toll kann, wie Mama das gerne hätte. Es würde aber auch nicht auf die Idee kommen zu sagen, boah, Klavier finde ich total blöd. Weil man will ja seiner Mutter auch nicht zu nahe treten. Also ich glaube, dass man schon ein Stück weit, also jedenfalls ein paar Jahre lang schon gerne erfüllt, was die Eltern gern sehen möchten. Mhm. Aber ich weiß, meine Mutter zum Beispiel ist ja noch im Osten groß geworden und die hat immer natürlich davon geträumt, die Welt zu sehen. Und ein Stück weit hat sie mir deshalb auch ganz früh davon erfüllt, mit meinem Vater zusammen. Ich habe ganz viel von der Welt sehen dürfen. Blöderweise war mein Anspruch, die Welt zu sehen, nicht da. Meine Mutter war todtraurig. Die hätte sich so gewünscht, dass ich nach dem Abitur mir eine Reisetasche nehme und nach Spanien durchfahre. Und ich sage, was soll ich da? Ja, Sprache lernen. Ja, Mama, ich kann kein Wort Spanisch. Ach, das würdest du so schnell lernen. Ja, und wovon soll ich leben? Na, Kena, du bist doch total auf Zack. Und soll ich dir was sagen? Sie hat in allem recht. Sie hat wirklich in allem recht. Sie hat die Kapazitäten oder die Möglichkeiten gesehen, die ich habe. Aber ich war so nicht. Ich war so, nein, ich möchte gerne zu Hause bleiben, so im Umkreis von 15 Kilometern. Und das hat sie mich auch machen lassen. Und da bin ich ihr verdammt dankbar für. Weil sie hat zwar mit einer Projektion gearbeitet und angefangen, aber sie war dabei reflektiert. Absolut. Und diese Grenze zu ziehen, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Also wirklich zu sagen, mache ich das jetzt, weil ich glaube, dass meinem Kind das gefallen würde und gut tun würde, oder mache ich das, weil ich das selber gerne erlebt hätte? Also wo fängt Egoismus an? Und wo schadet dieser Egoismus vielleicht auch dem Kind dann? Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein Pärchen kenne, das sind Freunde von Freunden. Mhm. Die sind in so ein Neubaugebiet gezogen. Und in diesem Neubaugebiet hat halt jeder ein Kind gehabt. Und sie waren die mit der Katze. Okay, stelle ich mir extrem hart vor auch. Och, weiß ich nicht. Also ich finde, das ist ja immer eine Frage des Entscheidens. Also will ich Kinder, will ich keine Kinder und so weiter und so fort. Und die war zu dem Zeitpunkt eigentlich noch der Meinung, eher nicht so. Jetzt waren sie aber die mit der Katze. Da haben sie gesagt, nö, die mit der Katze wollen wir jetzt auch nicht sein. Dann sind wir die mit dem Kind. Und dann haben wir das erste Kind bekommen. Ach was. Mhm. Und ich dachte damals so, also so kam das jedenfalls bei mir rüber, sage ich mal. Ja. Ne? Das wird bestimmt nicht genau so gewesen sein, so kam es aber bei mir an. Und jetzt nach dem ersten Kind gab es dann jetzt auch ein zweites Kind. Und ich glaube, die haben da Freude dran, das merkt man. Sonst hätten sie auch kein zweites bekommen. Aber da hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, der Anstoß war Imagepflege. Also jeder hier hat Kinder, also haben wir auch Kinder. Also. Jeder hat hier eine Hecke, also haben wir auch eine Hecke. Jeder hat einen Zaun, also haben wir auch einen Zaun. Weißt du, wie ich meine? So ein bisschen so, wir wollen aber nicht die mit der Katze sein, wir kriegen jetzt auch ein Kind. Dann eine ganz andere Form noch der Selbstverwirklichung, nämlich um in diesem Neubaugebiet irgendwie auch gut dazustehen. Und so ein Pärchen kannte ich schon mal. Da waren wir relativ zeitgleich. Und es war immer klar, sie hat damals zu mir gesagt, also für sie ist klar auf jeden Fall 2 Kinder, am liebsten ein Junge, ein Mädchen und dann eben das Typische, ne? Haus bauen, Baum pflanzen, so diesen ganzen Ablauf. Und das erste Kind war da und wir haben uns dann unterhalten. Ich glaube, da waren die Kinder so 6 Monate alt ungefähr. Und da guckt sie mich an und sagt so, ich glaube, ich will gar kein zweites Kind. Was völlig in Ordnung ist, das zu sagen, ja. Und war dann aber mit sich selbst irgendwie so fertig mit dieser Information und sagt dann zu mir,
ja, weißt du, ich habe mir das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde es total anstrengend. Und die war auch so jemand, die hat gern Kontrolle über alles gehabt, vor allem über sich selbst. Mhm. Und dieser Verlust der Kontrolle im ersten Jahr, das hat die ganz schlecht weggesteckt. Mhm. Während ich es total genossen habe, mich mal nach jemandem anders zu richten, mal keine Zeit im Rücken zu haben, sondern irgendwie zwischen Schlafphasen, Stillphasen, Irgendwas-Phasen zu versuchen zu überleben. Also will nicht sagen, dass das Spaß gemacht hat, aber ich fand es trotzdem spannend, mich dem so hinzugeben, war das für sie, glaube ich, wirklich schwierig, sich so hinzugeben. Das hat sie genervt, dass das nicht nach Rhythmus funktioniert hat und sowas. Und dann sagt sie zu mir, ja, ist ganz schön egoistisch, ne, dass ich jetzt kein zweites Kind möchte. Und da gucke ich sie an und sage, nee, finde das ich genaue nicht. Gegenteil. Egoistisch wäre es zu sagen, ja, ich hatte da einen Plan, der sieht vor zwei Kinder, also kriege ich jetzt noch ein zweites Kind, obwohl man weiß, dass man das eigentlich nicht möchte, sondern dass man eigentlich weiß, hier ist es fertig. Und es ist beileibe nicht so, dass sie ihr Kind nicht überschütten würde mit Liebe, Aufmerksamkeit. Ich kenne diese Person, vermute ich jetzt mal gerade, und genau diese Person, wir nennen natürlich keine Namen, hat mal gesagt, wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, weiß ich nicht, ob unsere Ehe das auch überlebt. Mhm. Von daher ist es richtig, in dem Moment zu sagen, pass auf, dann bleibt es eben bei einem. Ja, aber wenn sie jetzt für sich gesagt hätte, mein Plan war immer, zwei Kinder zu bekommen, dann wäre der logische Punkt zur Selbstverwirklichung, das zweite zu bekommen. Mhm. Hat sie aber nicht gemacht. Mhm. Und ich finde, davor ziehe ich meinen Hut, genauso wie ich vor jedem meinen Hut ziehe, der sagt, ich möchte keine Kinder, ganz bewusst. Mhm. Was muss man sich anfeinden lassen für sowas? Oh, sag mal jemandem, dass du bewusst keine Kinder möchtest. Ja, das ist ja fast so schlimm, als würdest du sagen, ich hasse Katzen. Ja, ja. Das geht aber auch gar nicht. Wir lachen jetzt so, das müsst ihr nur wissen, weil ich bin eher der Hundetyp und Sabrina ist eher der Katzentyp. Ich liebe Katzen. Ja. Nein, aber ich finde, jeder, der sich im Vorfeld bewusst macht, wie soll mein Leben aussehen? Wie viele Menschen sollen in dieses Leben mit rein? Wie viel kann ich mich auch zurücknehmen? Denn das ist einfach so, wenn ich Familie gründe, dann bin ich leider in der Nahrungskette erstmal die Letzte. Ja. So. Das empfindet übrigens aber jeder so. Der Mann würde, glaube ich, dasselbe sagen. Na sicher. Obwohl die weiterhin zum Sport gehen und alles machen können, was sie vorher gemacht haben. Also jetzt wirklich überspitzt dargestellt. Ich würde nicht mal zum Sport gehen, wenn ich 10 Stunden Zeit hätte die Woche. Ich habe eine Freundin. Die habe ich schon ganz lange. Die war, die ist immer 10 Jahre älter als ich, so. Eine ganze Ecke also, und die habe ich damals kennengelernt, da war ich noch so Anfang 20, da war die halt schon so Anfang 30, also in dem Alter, wo man durchaus drüber nachdenkt, irgendwie jetzt schon mal Kinder in die Welt zu setzen. Und sie war damals mit ihrem Verlobten zusammen, die waren total gesettelt, die hatten eine schicke Wohnung, also dieses Double Income, No Kids hatten die. Und du hast wieder hingeguckt und gedacht, wow. Nee, für mich war immer klar, ich bin Big Mama, guck mich an, also wenn, ne, also das war für mich immer klar, dass das nicht mein Lebensweg sein wird, weil die haben immer gesagt, nee, also wir zelebrieren das, wir fahren irgendwie beide Cabrio und haben die schicke Wohnung, und sie hat bei einer Zeitung irgendwie gearbeitet als Journalistin, eher in einer Werbeagentur, also die hatten wie so ein Bilderbuchleben irgendwie, ne? Mhm. Haben schicke Urlaube gemacht und haben auch beide immer gesagt, nee, wir kriegen keine Kinder, das passt auch nicht so in unser Lebenskonzept rein, und da sind wir ja beim Thema Selbstverwirklichung, die wollten das halt anders machen. So, was ist? Irgendwann ging diese Beziehung in die Brüche, sogar noch vor der Hochzeit. Also die waren irgendwie dauerverlobt und dann ist aus dieser Verlobung nichts weiter geworden. Er hat sie verlassen, hat sofort eine andere kennengelernt und die war sofort schwanger. Mhm. Also er war innerhalb eines Jahres nach Trennung war er schon Papa. Ja, und zwar im Reihenhaus und hat irgendwie alles anders gemacht als vorher. Irgendwie das Cabrio wurde verkauft und der Kombi wurde angeschafft. Und ja, meine Freundin saß dann irgendwie da, damals dann schon Mitte, Ende 30 irgendwann, und sagte so, ein bisschen traurig auch. Er war derjenige, der eigentlich nie Kinder wollte. Und ich habe mich so diesem Ding auch so ein bisschen angepasst. Ja. Hm. Und jetzt sitze ich hier. Die Chance ist im Prinzip schon fast vorbei. Ich müsste sonst jetzt jemanden kennenlernen und dem auch klar machen, dass wir sofort Kinder zu kriegen haben. Mhm. Also schlussendlich hat diese Frau keine Kinder bekommen. Sitzt allein in ihrer schicken Wohnung, hat auch immer noch den schicken Job. Aber fragt sich halt schon, Mist, also ich habe da irgendwas verpasst. Ne? Also mir wurde diese Entscheidung und diese Chance auch irgendwo genommen. Mhm. Und das für die vermeintliche Selbstverwirklichung, die sie ja vorher auch selber verargumentiert hat. Ne? Also hat sie sich eigentlich ein Stück weit in die Tasche gelogen? Vermutlich ja. Naja, wenn alles gerade so perfekt ist, ne? Ich will nicht sagen, dass das bei jedem der Fall ist. Nein. Um Gottes Willen, nein. Nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, ne? Ich kenne aber auch, ich weiß zum Beispiel in der Phase, als wir schon Eltern sein wollten und es einfach nicht funktioniert hat, dann hat irgendwer so zu mir gesagt, und bei euch, wie ist so mit Kindern? Und ich ach ja, irgendwann. Und dann guckt er mich so an und sagt, willst du überhaupt Kinder? Die sollen einfach mal alle ihre Klappe halten. Die wissen dann, nicht, was hinter den Türen passiert. Ja, aber dann dachte ich in dem Moment, wie fies muss ich mittlerweile schon antworten? Also der Unterton in meinem irgendwann mal muss schon so harsch sein mittlerweile, dass jemand, der mich kennt, spürt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und er hatte das Gefühl, ich sage das eigentlich nur so, weil ich niemandem sagen möchte, dass ich keine Kinder will.
Ja, in Wirklichkeit war es so. Du wolltest sie so ich unbedingt. Ich hätte schon gerne 3 zu dem Zeitpunkt gehabt. Ja. Es hat nur einfach nicht funktioniert. Ja. Und aber bin ganz sicher nicht damit durch die Gegend gelaufen. Ja, ich versuche ja schwanger zu werden oder so. Nee, so weit war ich dann auch nicht. Mhm. Sondern weil gerade umso länger es dauerte, umso mehr habe ich auch versucht, mich mit dem Gedanken einfach auch mal auseinanderzusetzen. Weil natürlich bin ich da reinmarschiert, wie so ziemlich jede junge Frau. Ja, wir setzen die Pille ab und dann werden wir schwanger. Mhm. So, weil schließlich hat man ja 10, 15 Jahre alles dafür getan, nicht schwanger zu werden. Mhm. So, und dann passiert einfach nichts. Und dann stehst du da und denkst so, okay, was ist eigentlich, wenn es nicht funktioniert? Denn mittlerweile hast du festgestellt, huch, es gibt eine ganz schön große Dunkelziffer von Leuten, die keine Kinder haben. Jeder Zehnte, ja. Und hätten gerne. Ich hatte auch so eine Zahl im Hinterkopf, 10%. Und habe dann so für mich versucht, irgendwie auch mein Leben oder meine Vorstellung vom Leben neu zu ordnen. Was für Möglichkeiten gibt es? Also gibt es Trainerwechsel? Wirklich mal ganz blöd gesagt, ne? Ist es dann vielleicht irgendwie nicht die richtige Beziehung? Braucht man dann jemanden, mit dem das besser funktioniert? Es gibt diese Paare. Da scheitert es genau an so einer Stelle und die packen sich neu zusammen und dann werden da Familien gegründet. Mhm. Oder sagt man, man geht einen komplizierten Weg, man adoptiert oder wie auch immer oder was. Mhm. Oder sagt man, okay, dann müssen wir unser Leben gestalten ohne Kinder. Und komischerweise, umso länger es dauerte, umso mehr konnte ich irgendwie mich mit diesem Gedanken auch anfreunden. Weil ich festgestellt habe, alles in meinem Leben ist so, wie ich es mir wünsche. Ich bin total glücklich. Ich habe wirklich einen fantastischen Mann an meiner Seite. Ich habe das Gefühl, ich kann ich selbst sein, trotz Rücksichtnahme. Weil so eine Beziehung ist ja immer auf Kompromissen basierend. Und wenn es jetzt wirklich nur an der Frage scheitert, Kind oder nicht Kind, obwohl ich wusste, ich will ein Kind haben, dann ist das nicht der Dreh- und Angelpunkt. Dann ist das hier immer noch alles richtig. Mhm. Und habe dann aber beschlossen für mich, dass ich so ziemlich jeder guten Freundin aufs Auge drücken werde, dass, wenn sie noch keinen Paten für ihre zukünftigen Kinder hat, ich das gerne übernehmen würde, weil ich dann jedes Wochenende gerne Übernachtungsgäste hätte aus meinem Freundeskreis, dass ich halt die weltbeste und coolste Tante der Welt wäre, die ich auch mal mit in Urlaub nehme. So also, eine Ersatzmutti, weißt du? Ich muss dir da ja aus tiefstem Herzen sagen, dass ich das bewundere, diese Einstellung. Und ob das so gewesen wäre, weiß man ja auch nicht. Ich glaube, dass du da schon eher auf dem richtigen Weg gewesen wärst. Das ist immer noch der Weg, den ich gehen muss, weil es ist ja kein Geheimnis, ich wollte nie nur ein Kind haben. Ne? Und ich knabber da arg noch dran. Ich werde dieses Jahr 40, also wir müssen nicht mehr drüber sprechen, dass das jetzt noch groß, da müssen wir gar nicht an dieser Stelle drüber sprechen, aber der Zug ist eigentlich abgefahren und ich muss mich da auf den Weg machen. Ich muss das akzeptieren und es fällt mir wahnsinnig schwer. Aber hast du das Gefühl, du kannst das nicht akzeptieren, weil in deinem Selbstbild es immer war Big Mama, ja? Haus, viele Kinder, auch. Viel Trouble? Auch. Und weil ich einfach das Konzept Einzelkind für mich persönlich immer doof fand. Ne? Jeder darf das machen, wie er will. Ne? Und entscheiden, wie er will. Für mich persönlich war das nie zur Debatte. Ich wollte nie ein Einzelkind haben. Ich bin Einzelkind. Und ich weiß. Es tut mir auch immer gut, dass du das dann sagst an der Stelle. Es hat auch wirklich seine Vorteile, wenn man permanent die Königin ist. Ja, natürlich kann man sagen, ich bin vielleicht ein verwöhntes, blödes Einzelkind. Aber das soll nicht heißen, dass ich nicht empathisch bin und dass ich nicht Rücksicht auf andere Menschen nehme. Ganz im Gegenteil. Dadurch, dass mir, das habe ich mal in einem Artikel gelesen, das hat mich ganz glücklich gemacht. Da ging es nämlich auch darum, ob Einzelkinder immer die doofen Kinder sind. Weil natürlich habe ich auch oft so das Gefühl, ja, ich weiß, ich kann da jetzt nicht mitreden, weil ich bin ja nur ein Einzelkind. Aber da stand ganz klar drin, dass Einzelkinder oft sich viel besser sozialisieren müssen, weil ja gar kein anderer da ist. Ja, die hatten nicht per se einen neben sich, sondern die mussten sich Freunde suchen und mit denen klarkommen. Und wenn du permanent Liebe, Aufmerksamkeit und Empathie von deinen Eltern erfährst, du auch bereit bist, das an andere weiterzugeben. Und daran hange ich mich immer ein bisschen fest, auch wenn ich mir darüber Gedanken mache, ob ich meine Kinder zu sehr verwöhne. Dann denke ich mir immer so, wenn sie am Ende des Tages diese Empathie, Liebe und Hingabe, die wir ihnen entgegenbringen, ein Stück weit weiter in die Welt tragen, dann kann es so falsch nicht sein. Ja, finde ich gut. Wir drehen uns nochmal zurück zur Selbstverwirklichung. Ich sag dir jetzt was, das habe ich dir noch gar nicht als Freundin erzählt, das erfährst du jetzt quasi hier öffentlich. Wir haben uns wegen dieser Einzelkind-Geschichte jetzt dazu entschieden, uns einen Hund anzuschaffen. Ach. Ja, jetzt, oh Gott, du guckst das mich jetzt letzte an. Kind hat Fell. Ich hoffe, ich weiß nicht, werde ich jetzt so eine Hundemama, werde Nein. ich jetzt so eine Person, Quatsch. Werde ich eine von denen? Ich finde das ich total toll und ich halte das für eine super schlaue Idee. Ich bin mit einem Hund aufgewachsen, ich habe Hunde immer geliebt, also Karlchen, mein Rauhardackel. Muss es wieder ein Dackel werden? Vom Herzen her ja, vom Verstand her nein, weil die sind sehr stur und die brauchen halt mehr Zeit. Es wird Komisch, jetzt so ein passt kleiner, gar nicht zu dir. Es wird jetzt so ein kleiner Pflegeleichter, der nicht zu mir passt. Aber nicht so ein Handtaschenhund.
Das ist, die nennen sich Bolonka Zwetna. Ich kannte diese Rasse gar nicht. Das ist irgendwie so eine russische Rasse, die irgendwie in den letzten Jahren total im Kommen ist. Soll jetzt auch gar nicht unser Thema sein. Aber über Familie und Tiere sollten wir dann unbedingt reden, wenn das Tier da ist. Und Fakt ist, diesem Hund wird es ja an nichts fehlen. Also der wird nicht nur Futter und Zuneigung bekommen, der wird auch genug Gassi gehen. Kriegt er drei Halsbänder? Natürlich, bestimmt. Ja, und farblich abgestimmt. Nein, der kriegt alles. Und letztendlich muss man sich auch da fragen. Naja, ein Stück weit Selbstverwirklichung ist auch dieser Hund da. Ja. Ne? Ja. Aber nochmal zurückgehend zum Thema Selbstverwirklichung, gut oder schlecht oder wie auch immer. Ich finde, schwierig ist es, wenn man selbst ein Lebenskonzept hat, in dem steht, ich werde zwei Kinder haben, die werden Abitur machen, dann gehen sie ein Jahr ins Ausland, dann machen sie die internationale Karriere, dann gründen sie eine eigene Familie, jeden Sonntag kommen sie zum Essen. Punkt 12 steht das auf dem Tisch. Finde ich ganz, ganz schwierig, weil du damit dein Leben allen anderen aufdrückst. Das heißt, nur dein Konzept ist das Richtige und alle müssen sich dem unterordnen. So funktioniert das aber nicht, denn Familie funktioniert, weil sie sich weiterentwickelt. Wenn man aber sagt, ja, zu meinem Leben gehören Kinder dazu. Mhm. Für mich ist es einfach, das macht es rund. Ob es nun 1, 2, 3 sind oder, wenn ich keine Kinder bekomme, habe ich mir 2 Katzen angeschafft, wo ich all meine Liebe reinstecke. Auch das ist in Ordnung. Total. Wo ist denn das Problem? Wenn ich so viel Liebe habe, die ich an andere weitergeben möchte, ja unbedingt. Schwierig finde ich es halt wirklich, wenn man sagt, es geht hier nur noch um mich. Genau. Es geht darum, dass ich eine kleine Schönheitskönigin haben will, weil ich leider selber... Keine war. So. Ja. Ne, mit 19 schwanger wurde und ich hätte die große internationale Laufstegkarriere machen können. Also macht Emily sie jetzt. Ja. Das funktioniert so nicht. Und wie heißt der? Jesper Juhl oder Jasper Juhl? Ich vergesse das immer. Mr. Juhl? Ich glaube Jesper Juhl, aber... Ich persönlich bin kein großer Fan von ihm, das sage ich ganz offen. Nein, er hat manchmal krasse Ansichten. Ja, zumal er in einem Interview auch immer gerne sagt, ich war ein furchtbarer Vater, aber ich bin ein großartiger Großvater. Und ich so denke, ja, das kann so ziemlich jeder, weil man dann die Verantwortung nicht mehr hat. Aber natürlich hat er einen guten Blick auf Dinge. Ich mag mir nur immer nicht von Leuten sagen lassen, was richtig und falsch ist. Aber was er gesagt hat, ist, 30% von dem, was Eltern sagen, dienen dem Kindswohl. 70% fürs Selbstbild. Krass. Und dabei erwische ich mich auch, dass wenn ich irgendwie sage, spring mal vom Beckenrand, gucke, ob der Vater neben mir guckt und denke dann so, was ist mit dir nicht richtig? Sollte dir eigentlich drissegal sein, ja. Oder wenn ich mit den Kindern irgendwie in der Bahn schimpfe, gucke, oh Gott, hat das jetzt jemand mitgekriegt, weißt du, und was halten die denn jetzt von mir? What? Also normalerweise behaupte ich immer, es interessiert mich nicht, was andere Leute denken, aber da erwische ich mich dann auch dabei, dass ich etwas laut sage und Effekthaschen gucke, ob es auch jeder mitgekriegt hat. Boah, wie peinlich. Ja, aber ich glaube, dass wenn da jeder ehrlich wäre und sich mal an die eigene Nase packt, würde das jeder so ein bisschen... Wenn du sie hörst mit ihrem, den Flickflack machst du super, Kimberly, dann weißt du, wir sollen alle Bescheid wissen, dass Kimberly jetzt einen Flickflack kann. Und dann haben wir gefälligst alle mal hinzugucken und sagen, wow, das macht Kimberly aber toll. Du, zum Schluss zitiere ich wieder diesen Menschen. Ich muss langsam das mal googeln, wer das gesagt hat, weil dieses Zitat ist so klug. Das kennt ihr auch schon. Das habe ich schon das ein oder andere Mal bemüht, aber es passt halt immer so gut. Die Kinder, die gehören uns nicht. Mhm. Wir dürfen sie nur ein Stück lang begleiten auf ihrem Weg. Bam. Ich finde, man sollte wirklich Talente fördern und Möglichkeiten aufmachen, aber man sollte nie den Fehler machen zu sagen, weil ich gerne so wäre, musst du jetzt so werden. Ja. Also Selbstverwirklichung ist okay, solange es nicht in diesen gnadenlosen Egoismus umschlägt. Und man darf auch Kinder bekommen, wenn man sagt, das gehört für mich zum Leben dazu. Aber man sollte eben nicht davon ausgehen, dass dann auf einmal alles toll ist. Ähnlich wie mit der, wenn meine Nase nur gerade wäre oder ich Locken hätte, wäre mein Leben so schön. Wenn ich nur 2 Kinder hätte, wäre alles perfekt. Ja. So funktioniert das nicht. Oder die 40 Kilo, die ich abnehmen werde, die mein Leben verändern. Wo willst du die denn abnehmen? Mein Gott, das war jetzt mit so einem Zwinkern. Ihr Hasen. Nehmt eure Kinder in den Arm, freut euch, dass ihr sie habt, egal ob zur Selbstverwirklichung oder durch Zufall. Genau. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.